Wie stehen die Chancen auf ein Liebescomeback bei Helene Fischer und Florian Silbereisen? Jetzt packt Barbara. Am Wochenende trafen Helene Fischer und ihr Ex-Freund Florian Silbereisen bei der Ein Herz für Kinder Gala zum zweiten Mal nach der Trennung wieder öffentlich aufeinander. Nicht nur die Fans, sondern auch Moderatorin Barbara Schöneberger. Barbara Schöneberger ist Fan von Helene Fischer. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich freue mich immer, Helene zu sehen. Helene ist eine Augenweide und ein Vergnügen. Ich kann total verstehen, wenn man einfach vor ihr steht. Das werde ich heute Abend auch tun, schwärmte Barbara gegenüber Sender RTL am roten Teppich. Und auch für Florian hatte sie nur lobende Worte. Wenn ich Florian Silbereisen sehe, dann gucke, da liegt die Frage nah. Glaubt Barbara an ein Liebescomeback des Traumpaares? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, die Helene Fischer hat schon einen neuen. Das habe ich gelesen, recht hat sie. Seit 2018 ist Helene mit Luftakrobat Thomas Seidel zusammen. Er ist fürsorglich, er ist liebevoll und er ist einfach der neue Mann an meiner Seite, der mir das Leben sehr leicht, der wundervoll ist, der genau passt, und wo ich mir alles vorstellen kann, schwärmte sie im Interview mit Frank Elstner. Mit dem Kapitel Florian hat die Schlagerqueen anscheinend endgültig